Leute, am heutigen Tag testen wir den Space Mechanic Simulator, denn von diesem Game ist eine Demo rausgekommen, kann man sich kostenlos auf Steam runterladen. Wir gehen rein in die Mission und nehmen einfach mal die goldene Mitte. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Als ob. Krass. Warte mal, welcher Kontinent ist es da gerade vor uns? Da sieht man auch links so die Atmosphäre. Oh. Das sieht schon krass aus. Ich fühle mich auch zum Teil so ein bisschen... Ah, wie hieß das Game, wo wir die Erde zerstört haben? Wisst ihr, was ich meine? Wir brauchen den galaktischen Superlaser. Abschuss auf Australien in 3, 2, 1... Abschuss! Oh. Die Erde ist weg. So, was muss ich jetzt machen? Muss ich hier die ISS reparieren? Die internationale Raumstation oder was? Warum sind hier so viele Asteroiden? Okay, wir fliegen mal nach da hinten. Ganz ruhig. Was passiert, wenn ich das hier irgendwie, wenn ich weggespült werde? Use. Zack. Was muss ich jetzt anschließen? Ach so, das eine Modul in das andere. Wartet, ich drehe das. Weil da sehen wir ja diese roten. Ja, genau. Alles easy. Und? Attach 4 screws to make it stable. Jetzt muss ich auch noch arbeiten, oder was? Scheiße. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Stellt euch mal vor, ich frage mich, ob man das bei dem Game machen kann. Ich fliege jetzt einfach geradeaus. Dann würde ich ja irgendwann von der Erdanziehungskraft angezogen werden. Würde ich dann in der Atmosphäre verglühen? Falls ihr schlau seid, bitte beantwortet mir das. So, ich muss jetzt hier so ein paar Rattenmuttern muss ich hier anziehen. Hier hinten? Ah, hier. Attach. Ja, und hier auch nochmal einmal drauf. Wunderbar, Alter. Mit meinem intergalaktischen Schraubenschlüssel habe ich das hier echt gut gemacht. Zack. Modul angebracht. Die Erde ist sicher. Okay, now use the terminal to move the transporter. Ich muss jetzt nach hier hinten. Ah, hier. Das muss wahrscheinlich gleich noch angeschlossen werden. Da, use. Ja, das wird jetzt hier auch dran gemacht. Und an... Schluss. Jawoll. Oh, was habe ich denn jetzt hier plötzlich? Das klang so ein bisschen wie so ein Bohrer beim Zahnarzt. Oh, ah, ich muss hier die verschiedenen Parts scannen. Dann hier einmal. Das habe ich schon. Hier vermutlich. Ah, let's go. Eine Sache habe ich jetzt noch nicht gescannt. Hier hinten wahrscheinlich. Jawohl, alles fertig gescannt. Ist das Indonesien? Was sagt sie? Ich habe nicht aufgepasst. Ich habe mir die Erde angeguckt. Ey, ganz ehrlich, wenn wir diese Mission fertig haben, oder vielleicht schon früher, wenn ich Bock habe, dann fliege ich einfach mal geradeaus und gucke, ob ich in der Atmosphäre verglühe. Also, ob ich da so dran fliegen kann. So, was soll ich machen? Ah, nee, hier ist auf jeden Fall was ich machen soll. Hier kann ich Sachen beurteilen oder was? Detach? Muss ich hier ran? Ist das richtig? Ich schraube das jetzt hier einfach mal auf. So, mach das hier ab. Das ebenfalls. Die müssen weg. Sieht so ein bisschen aus wie in einem Computer. Oh, jetzt. Da. Ist das jetzt richtig oder falsch? Da, attach. Jawohl. Gucken wir mal. Wir machen jetzt mal die Seite hier auf. Vielleicht ist das ja besser. So, das hier. Detach. Boah, hier muss ich aber... Nee, das kann doch nicht richtig sein. Hier ist was. Nee, aber hier steht ja auch irgendwas. Das ist schon richtig. Ich muss das hier schon alles abnehmen. So, die Manschetten, Alter. So, jetzt können wir hier rein. Ach komm, Alter. Los, wir fliegen los zur Erde. Tschüss, schöne Welt. Es geht für mich zurück auf meinen Heimatplaneten. So. Ja, gut. Nee, aber so sieht doch nicht die internationale Raumstation ISS aus, oder? So, vorbei an den Asteroiden hier. Aber die Erde wird schon größer. Sehe ich das richtig? Also ich bin einfach nur enttäuscht, wenn ich hier nicht in der Erdatmosphäre verglühen darf. Ja, aber ich fliege immer noch weg von dem Ding. Das sieht man. Sag mal, was ist hier eigentlich los? Ich werd hier von der Sonne geblendet. Seht ihr das? Ganz miese Nummer. Ich drücke einfach weiter W und fliege. Eine Ewigkeit später. Also, okay. Halten wir fest, Leute. Ich kann nicht in der Erdatmosphäre verglühen. Wo sind wir denn jetzt? Ist es der Mars da rechts? Ja, oder? Warte mal. Dreht sich... Also, ich bin ja kein Experte. Aber
Dreht sich der Mars tatsächlich so schnell? Great. You are in the right place. Ja, ja, mache ich. Ich bin euer Space-Mechaniker hier von der NASA, das stimmt. Ja, ja, ich habe die. Es wurde gescannt. So, ich will jetzt hier mal schön alles aufschrauben. Ja, ich weiß doch. Detach Mode. Ich mache das jetzt hier auf. Ja, brauche ich nicht. Ich schraube auf, ich repariere. Mache ich. Ich weiß doch, wie es geht, Alter. Ich hatte doch hier schon die Welt gerettet. Jetzt bin ich aber irgendwie zwangsversetzt worden zum Mars. Weil ich zu inkompetent bin, scheinbar. Ich weiß ja nicht, was kaputt ist. Ah, da, Fuse Round. Oder was? Ah, scheiße, Alter. Der Fuse Round ist kaputt. Ah ja, der ist da ganz hinten. Okay, das ist kein Problem. Ich werde jetzt einfach alles hier rausnehmen, bis ich da bin. So. Ja, das sieht schon mal gut aus. Junge, was wird das denn für eine Arbeit, wenn ich das jetzt gleich wieder alles daran machen muss? Sag mal, ich habe ja auch bald Feierabend im Weltraum. Hoffentlich. Ah, hier habe ich noch eine vergessen. Okay, dann kann das weg, das, das und jetzt der Fuse. Ja. Oh, wie, einen neuen Part kaufen. Okay. Ah, das ist ja praktisch, dass hier direkt so ein Supermarkt dabei ist. Ein schöner Edeka, Alter. Fuse. Gibt's nicht. Hier ist ein Fuse, aber das ist ja... Ach, da! Ja, das Ding einmal bitte. Zack. Das verkaufen. Insert the new fuse round. Ja, mache ich. Zack. Einmal rein. Attach. Sehr gut. Kommt alles hier drauf. Das geht tatsächlich unfassbar schnell gerade. Bam. Das haben sie gut gemacht, dass man hier die Sachen einfach direkt wieder drauf klatschen kann. Weil sonst ist es hier so eine richtige Sisyphus-Arbeit, Alter. Also da frage ich mich, warum aus mir kein Astronaut geworden ist. Ja, einfach nur Weltklasse. Fertig. Ich mach die Klappe dicht. Ah ne, da fehlt eine Schraube. Ja. Als ob. Guck mal, wie wir das geschafft haben, Alter. Ja. Ach, jetzt nochmal auf der anderen Seite, ne? Die zweite Seite ist kein Problem für mich. Auch wenn ich mich jetzt wahrscheinlich blamiere. Aber es gibt Schnee auf dem Mars? What? Das ist doch Schnee, Alter. Das ist doch weiß. So, ich nehme jetzt den Examen. Da, hier, die Batterie. Die muss raus. Okay, wir müssen so lange alles abschrauben, bis wir zur Batterie kommen. Aber warte, kann ich die vielleicht sogar direkt wegnehmen? Da, das Kabel weg. Das auch. Nee, das Ding hängt da, glaube ich, noch im Weg. Das weg, hier hinten. Die beiden Schrauben. Ja, weg mit der Batterie VC. Ja, da weiß ich ja Bescheid. Fliegen wir direkt los. Leute, merkt euch irgendwie so eine VC-Batterie. Ja, hier. D2 kaufen, die verkaufen. Attach Mode. Ja, wunderbar. Attach. Jetzt einfach alles wieder. Also ich habe das Gefühl, dass ich wahllos viel zu viele Teile abgenommen habe. Vor allen Dingen viel zu viele Schrauben. Aber das ist ja auch egal. Was nicht passt, wird passend gemacht. Hieß nicht so auch mal so irgendeine Serie? Die ist aber schon uralt. Auch, glaube ich, irgendein Film. So, Platte drauf. Leute, euer Kfz-Mechaniker Pidizzle hat mal wieder die Welt gerettet. Ansonsten würden wir jetzt hier nicht zusammen mit Elon Musk den Mars bereisen. Der hat mich nämlich hier verpflichtet, der Elon. Mit seinen ganzen Teslas. So, Klappe drauf. Ah, Weltklasse. Jawohl, let's go. Naja, hier, Solarpanel ist jetzt hier an. Ach so, oh, ich gehe mein Space Shuttle. Wunderbar, Alter. Und dann geht's wieder zurück zur Erde. Bam, komm. Nice. Und zack, ab in die Dekompression. Und dann fliege ich wieder zurück zur Erde. Hab dann noch einen Termin. Boah, das sieht schon krass aus. Ich finde das einfach so beeindruckend. Stellt euch einfach mal vor, ihr dürft sowas sehen. Also, dass man so im Weltall einfach ist. Und da von ganz oben auf die Welt runterguckt. Das muss krank sein. Okay, Leute, das war's mit einer kleinen Runde vom Space Mechanics Simulator. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da und habt jetzt alle einfach noch einen traumhaften Tag, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.